Team 1, Zielobjekt Plochinger Straße. Bei der nächsten Abzweigung seht ihr links das Forschungszentrum. Macht schon! Wir brauchen detaillierte Informationen. Plochinger Hammer. Jetzt guck mal, da? Ein Backsteingebäude mit einer roten Tür. Dahinter muss es sein. Das sieht aber nicht nach einem Forschungszentrum aus. Doch, das ist es. 14, rote Tür, Backsteingebäude. Wir sind genau richtig. Komm. Gut. Bitte, pass doch auf. Objekte, Erfindungen, Patente. Oh Gott! Oh Mann. Das ist eine Holzgruppe, da ist niemand. Oh geil. Oh geil, lass doch die Schuhe stehen, bitte, wir suchen doch keine Schuhe. Guck doch mal die Größe an, hallo. Oh, schau mal das an, schau mal das an. Zentrale, wir sind doch richtig. Hier. Schick ein Bild rüber. Und... Das ist mein Traumfahrzeug. Es kann schwimmen, fliegen und fahren. Es ist wunderschön, modern und rasend schnell. Damit möchte ich später mal um die ganze Welt reisen. Gut, weiter so. Da muss noch mehr sein. Da ist nochmal ein Raum. Ja, die Tür ist Metall und Kupfer. Ich drehe sie ein, Wort. Ja. Dreh sie ein. Oh. Warte. Ich probier's mal wie ein normaler Mensch. Oh, nee. Mach offen. Komm mit. Ach, das hätte mir auch sagen können. Bleib bei mir. Zentrale, ich habe nochmal ein Objekt. Was komplett Neues, sowas habe ich noch nie gesehen. Es ist das Ende von einer 2 Quadratmeter großen Murmelbahn. Man hat das Ziel erreicht, wenn die Murmel durch den Aufzug und den Becher unten gelangt. Nicole, wo bist du? Nicole. Wo ist deine Maske? Deine Handschuhe? Was machen die Schuhe da? Bist du wahnsinnig? Ja, aber guck doch. Guck doch. Wie geil ist das denn? Jetzt komm. Was ist los bei euch? Warum meldet sich keiner mehr? Was treibt ihr eigentlich? Eine Raketen- und Bummelbahn, ja? Team 1, meldet euch endlich. Plochinger Straße 14 ist gar kein Forschungszentrum, sondern eine Werkstatt für Kinder und Jugendliche. Ich habe die Daten überprüft. Ihr seid falsch. Macht, dass ihr wegkommt.
Team 1. Ich sehe hier gerade unser Team 3. Stimmt, die machen immer im März bei einem Spendenlauf für diese Kinderkulturwerkstatt mit. Scheint eine tolle Sache zu sein. Aha, die Läufer sammeln für die Kikuwe Spenden von ihren Fans. Das Ganze läuft direkt über die Homepage www.rennseegrasrenn.de.